In der Kläranlage funktionieren die Pumpen noch einwandfrei. Doch die Gefahr Feuchttuch in Form von reißfesten Materialien wie Polyester, Viskose, Zellstoff oder Baumwolle lauern in fast jedem Badezimmer. Kosmetiktücher nehmen nämlich häufig den Weg durch die Kanalisation. Die schädigen unsere Abwasseranlagen in der Hinsicht, dass Pumpen verstopfen, dass Anlagenteile sich zusetzen und auf der Biologie hätten sie die Auswirkung, dass zu wenig Sauerstoff der Kläranlage zugeführt wird. Insgesamt kann man dann wirklich sagen, dass der Abwasserreinigungsprozess doch stark beeinträchtigt würde, hätten wir jetzt hier nicht die Abscheidung in der Rechenanlage vorgeschaltet. Doch halt! Steht nicht auf vielen Verpackungen biologisch abbaubar drauf? Dann braucht man sich doch eigentlich keine Sorgen machen, dass das Feuchttuch und Co. Rohre und Kanäle verstopfen. Oder doch? Ja, das beziehen die Hersteller natürlich erstmal, um die Produkte ordentlich zu vermarkten. Biologisch abbaubar heißt aber nicht, dass sie sich in den Abwasserkanälen oder Anlagen zersetzen, sondern damit ist gemeint, das Abbauen, wenn man das in eine Kompostieranlage geben würde. Und dort sind die üblichen Zeiträume, wo sich solche Papiertücher, feuchte Tücher zersetzen, so bis zu einem Jahr. Und schon daran kann man erkennen, dass in den Abwasseranlagen eben keine Zersetzung dieser Tücher stattfindet. Und das hat Folgen, denn mit jeder verstopften oder gar defekten Pumpe steigen die Instandhaltungskosten der VBH und die müssen letztendlich alle Verbraucher zusammentragen. Durch das richtige Entsorgen lässt sich also auch der eine oder andere Euro sparen. Na, auf jeden Fall weniger Aufwendungen für die Störungsbeseitigung an den Pumpwerken und auch weniger Entsorgungskosten. Denn alle Stoffe, die nicht ins Abwasser gehören, müssen separat entsorgt werden, meistens als Sondermüll. Und dabei wäre die Entsorgung so einfach. Denn die passende Lösung hat sowieso fast jeder im Bad stehen. Ein Kosmetikeimer. Für die feuchten Toilettenpapiertücher sicher keine Lösung, aber hier kann man auch anders agieren. Das normale Rollenpapier wird mit einer Lotion oder Spray eingesprüht. Funktioniert genauso, schont die Umwelt und lässt sich auch viel einfacher in der Toilette herunterspülen.